Ist das Spiel abgespielt. Ja, das nennt man Karma. Ja, genau. So, einfach platsch. Und leere Flasche und wieder hoch. Und dann rutschen wir mal darunter. Und dann werden wir mal. Ich weiß nicht, Sarah, kurze Frage, ist hier das Lehmhaus, das wir auch zeichnen müssen? Wobei, wir müssen jetzt noch die zwei anderen Bilder malen, also nochmal die Ruine und das Windrad müssen wir auch noch machen, damit wir die Windräder jetzt insgesamt, wie oft haben wir die jetzt gemalt? Ich glaube, viermal. Das ist jetzt das vierte Mal. Wow, was für eine Verschwendung. Aber jetzt ist die Sonne wieder da. Das ist ärgerlich. Dann ist es so krass beleuchtet. Aber vielleicht ist es egal. Ja, vorne war es nicht egal. Aber ja, vielleicht jetzt. Also du warst schon beim Lehmhaus. Tatsächlich. Okay. Okay. So, dann übermalen wir mal eins der überbelichteten Dinge. So. Okay. Okay, du bist komplett verwirrt. Und ich auch anscheinend. Es ist doch viel zu überbelichtet. Egal, es hat gezählt. Ich bin komplett verwirrt. Ja, also nein. Ich bin voll. Also nein, überhaupt nicht. Ich bin gerade nur verwirrt, weil du gesagt hast, dass ich anscheinend verwirrt bin. Ah. Lost in Eastshade. Neu im Kino. Oder die neue Serie. Gut. Ich war da schon mal. Ich habe schon ein Lehmhaus gesehen. Okay. Also die Farm war es nicht. Die ist aus Stein. Oder? Ich gehe einfach mal nochmal dahin. Jetzt bin ich verwirrt. Tja. Jetzt sind alle verwirrt. So ist es doch auch ganz schön. Also ich fand... das da zwar auch super schön, aber das war anscheinend nicht schön genug. Na gut, er wollte es bei Sonnenschein. Auch gut. Soll mir recht sein. Wieso sind die hier alle nochmal verwirrt? Hä? Es ist schon wieder aufgefallen. Okay, jetzt bin ich richtig verwirrt. Jetzt bin ich multi-mega aktiviert. Gut. Ja. Super, das, ja. Jetzt ist das Spiel auch verwirrt. Was ist los mit dem Spiel? Wir können jetzt mal eine andere Quest machen und dann würde ich sagen, bis nächsten Montag spiele ich dann das Spiel so wie es war beim ersten Mal abstürzen. Also das heißt, ich gehe dann alleine nochmal. Warte, jetzt sind wir hier. Wieso hat das jetzt hier gespeichert? Aber okay. Gut, dann würde ich sagen. Schauen wir jetzt mal, ob wir eine Quest haben. Und wir haben viele Quests. Warte, wir hatten doch... Genau, das war das mit den Äpfeln. Auf Grund von Bauarbeiten im Passierschein
Okay, das, ja. Lebenselixier, da brauchen wir, genau. Bitterer Fisch. Ja, da können wir rein theoretisch den Fisch machen. Trommeln in der Nacht. Der Luftballon, Mutters letzter Wunsch. Ah, das ist ja jetzt blöd, weil wir die Kiste auch. Passierschein A38 hier. Hast du eine Angel? Schau ich mal kurz. Ja, habe ich. Dann können wir das mit dem mit dem Fisch mal machen. Und wie gesagt, dann bis zum nächsten Montag mache ich dann die drei Bilder nochmal. Und hol die Schatztruhe, die wir letztes Mal gefunden haben beim Ausgang. Die haben wir nämlich dieses Mal auch vergessen. Und ja, dann fangen wir halt dann da an. Auch voll blöd, das tut mir gerade voll leid. Oh Mann. Okay, aber Hauptsache, wir haben jetzt noch eine Quest, die wir machen können. Mit diesem blöden Elsterfisch da. So. Luftballon könntest du auch mal machen. Aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich genau da machen kann, machen soll. Also wen ich dann, also wie ich da Werbung machen soll. Also meine Idee letzten Montag war ja, dass ich irgendwie der Zeitung dieses Bild geben könnte und die druckt es. Also ich habe ja dieses Bild da gemacht. Ich hab's, das ist ein Paralleluniversum, deswegen hat. Es ist auch immer an derselben Stelle, der Entwickler hat. Ah, okay, alles klar. Was? Ja, da sieht man den übrigens sehr gut. Also, ich kann den Luftballon sehen. Okay, dann male ich den mal größer. So, meine Jute. That old pops, he's a coming for you. No ring traveler? Hop to it, I'm counting on you to set things right in the sea. Okay, ich dachte, wir bekommen noch ein bisschen Input. Dann Floß. Und dann tuckern wir mal da rum. Warte, hat die uns noch irgendwelche Info gegeben? Wo der ist? Warte. Persönlicher Rachefeldzug gegen Großfeldherrchen, ein Fisch in Senkwaldsee. Sie behauptet, dass er einen Ehering verstohlen hat. Mich gerne zu fangen und ihr, sie erwähnte, dass ein Sandfisch sei. Warte, sind wir? Ich nehme mal an, dass das der See ist, ne? Also wir haben halt jetzt kein kein Köder oder so. Warte, ich floß mal kurz darüber. Vielleicht ist da jemand und der kann mir sagen, was man gegen Sandfische macht. Oder was die mögen. Das ist ja. Das wäre mal sehr interessant. Schau, die haben hier richtige Boote. Voll cool. Wir kommen mit so einem Wabbeldabbel hier hin. Ist das Hagel? Wahrscheinlich ist das Hagel. Sieht auf jeden Fall ein bisschen hagelig aus. Senkwaldherberge. Hallo. Oh, we're not really taking new visitors. There's been an incident. But with the storm, well, I'll give you the room we were planning to give the detective. We're just about full otherwise. Klingt so, als gäbe es hier Probleme. Habt ihr unangenehme Gäste? Ja, ich mache mal das Erste. There's been a theft in one of the rooms. The Oh. police are on their way now, though it might take a while. Don't worry though, the thief wouldn't dare strike again.
Was wurde gestohlen? Some sort of important book. Real valuable, I guess, by the way Mr. Historian is reacting. I don't claim to understand what it does. I just know we can't have any thieves making an escape. Gibt es irgendeine Spur? Du hast doch bestimmt einen Hauptverdächtigen. Ich mach mal die Spur. We got all kind of weirdos here. It could be just about any one of them. They're all exhausting me. Oh. Most of the guests are napping right now, though, so it's nice and quiet for the moment. Look, since we've got this shady business going on here, I'm not going to charge you. You can have a room upstairs, first door on your right. At any rate, it looks like you don't have much choice but to stay. The storm is raging out there. Ich weiß, wer es war. Wer ist der Trader? Irgendeinen Verdächtigen? Was hat es mit diesen mit dieser alten Herberge auf sich? Oh, würde mich interessieren. My great-great-grandparents built it as a waypoint for expeditions north and for folks building windmills on the Tiefmoor Bluffs. It's well past its glory days, and I can't imagine this situation is going to do much to boost its reputation. Okay, irgendwelche Verdächtigen? Not exactly. Well, there was this university student. Strange thing. She arrived around noon, coming from Narva. A few hours later, the historian arrived, followed by Helena and that businessman, Vadim. The student went off to her room. Figured she wanted an early start in the morning. But then she came out a little after sunset, bags all packed, telling me she had to leave and take care of an emergency. I felt bad for her having to leave in the night like that. Hm. Immer diese Studenten. Der sieht sehr, sehr nett aus. Who are you? You don't look like the authorities. Another suspect. When did you get here? Sag ich doch. ich bin vor ein paar Minuten herübergerudert. Du verhältst dich auch nicht gerade unauffällig. Ich habe gehört, dass hier etwas gestohlen wurde. Ja. Well, yes. Something was stolen. Right from under my nose they did it. Was hat der Schuft? Er würde so etwas tun. Was hat der Diebe geraubt? Wissen wir zwar schon, aber er hat wahrscheinlich mehr Informationen. In my translation book, it contains runes that would allow me to enter and learn more about the Tiefmoor ruins. It's highly sensitive and confidential information. I was on my way to the ruins when the thief made their move. Very few people know about the translation book. Someone must have been following me. Das ist sehr verdächtig. Wir werden der Sache auf den Grund. Ja, wir werden auf der Sache auf den Grund. And the authorities. Delayed by a boating mishap. At this rate, the thief is going to slip away in the night. Hi, I'm Amir. You are going to crack this case, right? My girlfriend and I were supposed to play a show tonight. Oh, this is horrible. Wie es hier reinregnet. Ich brauche erst eine Spur. Du scheinst dringend von hier verschwinden zu wollen. Scheint er? Finde ich jetzt eigentlich nicht. Er hat doch gerade nur gesagt, dass er und seine Freundin hier heute Abend spielen wollten. Und ja, also ich brauche erstmal eine Spur. I don't know if this will help. But there was someone down on the beach late last night. I couldn't sleep, so I was looking out of my window at the lake, searching for inspiration. But yeah, someone was down there. Welches Zimmer ist deins? Konntest du sehen, wer es war? Also bestimmt nicht. I couldn't tell. They seemed like they might be tall, maybe? But certainly mysterious. Ihn hast du am Strand gesehen? Hat er doch gerade gesagt, dass er keine Ahnung hat. Welches ist noch gleich dein Zimmer? Hast du irgendein Merkwürdiges gesehen? Das ist alles. Hast du irgendwas Merkwürdiges gesehen? Hat er doch auch gerade gesagt. War komisch, aber... That businessman, Vadim,
He's pretty strange. Obsessed with money. He's given me several nasty looks. And the woman over in the corner. Belinda? She keeps giggling at everyone. Okay. Wen hast du am Strand gesehen? Versuchen wir es nochmal. I couldn't tell. Ja, okay. Welches ist noch gleich dein Zimmer? Ja, hab ich. Ja. Genau. Ja, welches Just ist dein past Zimmer? The innkeeper's counter. You can go in. The door's unlocked. We figured, since we don't have any interesting books, we're probably safe from the thief. Okay, das ist alles. Okay. Großer Typ. Die Tiffmore-Ruine. Eine einfache und spirituelle Diskussion. Helena Martwood. Interessant. Es gibt manche Leute in Eastchild, welche die Illusion nicht loswerden. In den Ruinen würden sie große Reichtümer und antike Wunder finden. In Wahrheit ist es unter den Ureinwohnern allerdings seit langem bekannt, dass die Ruinen unserer Vorfahren nichts von materiellen Wert enthält. Diese Gräber sind die Heimat unserer Vorväter und hindurch zu trampeln, um Reichtum und Antwort über die Vergangenheit zu finden, würde das Andenken deren beschmutzen, die vor uns leben. Ich habe es zuvor gesagt und ich werde es immer und immer wieder sagen. Außer den ruhenden Geistern gibt es absolut nichts in den Tiefmoor-Ruinen, das einen modernen Einwohner von Eastshade beeindrucken könnte. Aha. Na du, Kichernde. Hello, Detective. My name's Belinda. And I'm an open book, I tell you. Any questions you have, I'm completely ready to answer. I don't have a single thing to hide. The only suspicious thing I've seen is that historian. He's been running into our rooms, snatching up our things and dragging them around for others to inspect. It makes you wonder if he isn't trying to cover something up. Warum bist du hier? Hä? Also der Historiker, der schnappt sich einfach Sachen und... Okay. My sister and I are taking a relaxing vacation. She hardly gets out of the house anymore. And I thought the fresh air out here would do her some good. Ist sie krank? Knees, thighs, toes... A continual upset stomach. Old age, you might say. Ist dir irgendwas Merkwürdiges aus? I have. It seems that Miss Helena is unwell. I've seen her looking very sick and tired as she moves about the inn. You'll see. Something's wrong with her. Okay. Dann gehen wir mal kurz hoch. Are you the authorities? Do you paint the crime scene to help find clues? Ich bin nur eine Künstlerin, die an Gerechtigkeit glaubt. Ich bin dem Täter auf der Spur. Ich bin nur eine Künstlerin. Okay, well, my boyfriend and I really need to get off this lake. We're supposed to be playing a show in Narva tonight, but the innkeeper won't let anyone leave. Ach so, es ist in Narva und nicht hier. Okay. Tut mir leid, das zu hören. Dies ist eine ernste Angelegenheit. Ja, beides. Also, ja. It's so frustrating. We've never played anywhere important. And the one chance we get. This has to happen. So. Was weißt du über den Diebstahl? Ja, machen wir erstmal, ja, von oben nach unten. A book was stolen. It must contain the meaning of life, because I can't see any other reason it would be such a big deal.
Cool. Hast du etwas Merkwürdiges gesehen? We got here yesterday afternoon. We ate dinner, played some music, and went to bed. I heard some scuffling in the middle of the night, but I just thought it was rats. Ugh, they're everywhere. Hm. Okay, dann die Töpfmauerruinen. It's such a bad situation. The indigenous people just want the land to stay sacred. All they ask is that no one goes in the ruins. But the university is constantly sending people over to investigate. They want to extract the artifacts. And there's this new law that says if the scientists can't find any ancient relics in the ruins, then the ruins aren't historically important and so don't get any protections. That means the sacred space could be dishonored by random hikers. I mean, of course the scientists won't find any relics. They aren't even allowed inside. So the land is really in peril right now. It's just a mess. Interessant. Es war gut, dass du nur kurz noch eine Quest machen wolltest und dann über die längste und schwerste stolperst. Oh! Okay. das ist just hurry alles. Up and find the criminal, okay? Ja, ja, du wirst sicher ankommen. Ich nehme mal deine Kerze. Das ist also die längste und schwerste, okay. Die Ruinen werden gerettet, die Geister darin jedoch nicht. Die Tiffmoor-Ruinen werden seit heute wieder geschützt, nachdem die Sorge nach Störung des heiligen Bodens aufkam. Die neuen Gesetze besagen, dass die historischen Ruinen nicht für Profit genutzt werden können, falls ein antikes Relikt in der Stätte gefunden wird. Ein früheres Gesetz besagt jedoch, dass im Falle eines solchen Funds auf einer historischen Stätte jenes Land automatisch an die Forschung übergehen und von Wissenschaftlern frei für Studien und Aufzeichnungen für die Nachwelt genutzt werden kann. Leider schützt dies nicht die Ureinwohner der Gegend, die fest daran glauben, dass die heiligen Ruinen von niemandem jemals betreten werden dürfen. Aktivisten haben laut beteuert, dass es in den Ruinen nichts Interessantes zu finden gibt. Aber die Zeit wird zeigen, ob das stimmt und ob die Wissenschaft oder die Wirtschaft die Klippen erobern. Hier regnet es auch rein. Wunderbar. Gut. Also streng genommen sind die anderen länger, da man ja erst überall hinlaufen muss, aber kann man ja auch gleich die andere, also okay. Naja, gut, dann haben wir mal wieder einen Helena ist abgesperrt, Inspektorin ist offen. Ich könnte mich auch schlafen legen, aber machen wir jetzt nicht. Bardin ist auch zu. Ist alles zu hier.